Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Wir wollen in dieser Folge mal den Isaac finden, der hier ja irgendwo seine Hütte haben muss. Das ist der Waffenschieber, dem wir die Blechdosen geben wollen. Ist das seine Hütte? Vielleicht... Ah ne, das ist glaube ich die Karawane da hinten, ne? Ja, okay. Dann gucken wir doch mal hier... Hier können wir im Allgemeinen mal reingucken. Gibt's hier irgendwas Schönes? Nö. Toll. Sehr, sehr toll. So, vermutlich eine von diesen Hütten ist die seine. Weil die sind alle... Zugnagelte. Ich glaube, die war zu. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Das Ganze vergessen. Keiner zu Hause. Aber hier waren wir doch auch schon mal, oder nicht? Ja. Il Fantoma. Blechdose. Sehr schön. Die brauchen wir doch. So, Isaac. Isaacs Haus. Okay, schön. Nur wo ist der Mann? Ist er jetzt da drin? Isaac? Ach, Leute, Isaac ist tot. 100%. Der ist tot. Der ist mausetot. Also wenn er hier nicht ist... Müsste er ja vermutlich bei den Waffenschiebern sein. Also bei seinem Laden. Vielleicht ist er auch zu den Nachbarn gegangen. Guten Tag. Howdy. Mrs. Hostetler. Der quatschen wir gleich noch. Oh, sie ist alleine. Hi. Was wollen Sie denn hier? Raus, bevor ich Ihnen den Schädel wegpuste. Hör mal, ein bisschen freundlicher hier. Ich will Ihnen nichts tun. Was immer Sie sagen, schnüffeln Sie woanders rum und scheren Sie sich aus meinem Haus. Aber ein bisschen plötzlich. Angreifen, okay, Schlampe, du willst es ja nicht anders. Sind Sie taub? Es kümmert mich einen feuchten Dreck, was Sie wollen. Hauen Sie ab. Boah, das wäre mies. Boah, das wäre richtig mies. Verschwinden Sie! Sie hat auch nur so eine... Ja, nee, komm. Das müssen wir nicht machen. Das muss ja nun nicht sein. Wir gucken jetzt nochmal beim Waffenladen, aber ich habe echt das Gefühl, dass der Isaac tot ist. Also wenn er jetzt nicht da ist, dann hat es ihn vermutlich erwischt und wir können uns das Ganze mit den Blechdosen sparen. Aber dann wäre doch vermutlich die Quest gescheitert, oder nicht? Fragen über Fragen. Ich weiß keine Antwort. Boone ist mal wieder hängen geblieben. Jetzt ist er auf einmal da, ne? Das ist... ist ja fast schon ein Witz. Kann ich behilflich sein? So. Danke. Eine Blechdose? Nein. Danke. 8 Altmetall. So, Boone, gib mal dein Zeug her. Soll mir recht sein. Der Boone kann auch anscheinend so viel tragen, wie ich tragen kann. Mehr nicht. Aber das reicht ja schon. So, jetzt warte mal. Die 10mm Pistole, die nehmen wir jetzt alle mal rüber. Kann ich behilflich sein? So, okay. Haben Sie genügend Altmetall? Nein, ich das bin... Das gibt's doch nicht.
Das gibt's doch nicht. Naja. Was soll's? So, das Ding geht nochmal zu reparieren. Ja. So, schön. 2373 wert. Das ist hervorragend. Jetzt bin ich am Überlegen. Wie viel 10mm Munition haben wir denn? 146, das ist ja nicht so die Welt, ne? Das ist ja nicht so wirklich viel. Heißt, wir könnten das Ding eigentlich verkaufen. Willkommen, Sir. Sir oder Madam. Ja, geil. Okay. Erstmal das Ding. Dann das Teil kann eigentlich auch weg. Und... So, ich guck jetzt hier nicht nochmal. Drei, fünf, sieben Magnum. Hm. 78 und 38. Die 44er ist natürlich ein bisschen besser. Erhöht den Schaden. Erhöht den Zustand. Ah, 900 dafür auszugeben. Nee, das ist mir zu viel. Das muss ja nicht sein. Okay, was hatten wir überhaupt vor? Die Geheimherstellungsanlage der Waffenschirm aus der Fabrik besorgen. Henry Jameson überzeugen seinen Postmörder. Okay, Kesshandel. Gut. Ach du Scheiße. Das war das. Fabrik von H&H Tools. Freesight. Beim Pfandhaus wollten wir ja auch noch gucken. Wollen wir das jetzt mal machen? Wir machen so eine kleine Erkundungstour. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Vielleicht können wir ja beim Pfandhaus noch irgendwas total Tolles kaufen. An Modifikationen. So, euch hatten wir. Wie komme ich da hin? Das ist im Strip, ne? Kann das sein? Und hier der Isaac wird auch angezeigt. Oder nicht? Ach nee, warte mal, das ist hier. Ostdorf von Freesight. Waffenschieber. Die sind da drin, ne? Ja, okay. Würde ich sagen, gucken wir mal in Freesight, oder? Caruana wird nicht in Casinos gespielt. Das war sehr beliebt bei was weiß ich wem. So, erste Amtshandlung: Müllcontainer durchwühlen. Und Kinder töten! Nein. Was? Mick and Ralphs. Habt ihr Waffen? Hey. Hi, Dixon. Suchen Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, was Sie brauchen. Nein. Tschüss. So, gucken wir bei Mick und Ralphs. Hallo. Wenn Sie Waffen suchen, dann sprechen Sie mit Mick.
Ansonsten habe ich ein nettes Inventar an allgemeinen Waren und ein paar Spezialdienste. Spezialdienste? Okay, wir gucken erst, ne? Werfen Sie... Altmetall hat er. Wow. Bieten Sie auch andere Dienste? Meine Dienste stehen nur zur Verfügung, wenn der King grünes Licht gibt. Beeindrucken Sie ihn, dann können wir reden. Wer ist der King? Sie haben noch nichts vom King gehört? Leben Sie unter einem Stein oder sowas? Der King hat in ganz Freeside seine Jungs. Er kontrolliert die Wasserpumpe und ist im Wesentlichen der Ansprechpartner für alles, was hier passiert. Aha. Das ist ja... Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Heißt, wir können hier vermutlich auch ein paar Quests erledigen. Für den King. So, und du hast Waffen. Willkommen bei Mix and Ralphs. Wenn Sie allgemeine Vor... Ja. Welche Schusswaffen verkaufen Sie? Riskieren Sie mal einen Blick. Oh ja, du hast so teuflische Augen. Du musst gute Waffen haben. So. Ich bin begeistert von deinen Waren. Nicht. ja, toll. Mhm. Katana. Kleiner Teufel. Neckisches Nachtgewand. Nuker Brecher. Ach, cool. Sehr witzig. Hole der Cowboy Hut. ja, wow. Das ist ja super. 308er, das war die für das Scharfschützengewehr, glaube ich. Fünf Millimeter. Was braucht man denn 5 mm? Ich glaube fürs Dienstgewehr, ne? Kann das sein? Naja, egal, wir kaufen seine 9 mm. Ja, gut. Nein. Ach. Oh? Die Lage mit den Omertas? Ich habe jetzt zu schnell geklickt. Das ist es ja gerade. Ich habe keine Ahnung, sie haben einfach urplötzlich aufgehört, Waffen zu kaufen. Falls Sie was hören, dann geben Sie mir Bescheid. Mach ich. Notiz hinzugefügt. Und das kaufe ich nicht mehr bei Mick. Kann ich irgendwie sonst helfen? Nö. Ah. Warum? Arbeiten Sie für eines der Casinos? Ja. Keine in Vegas verbotene Ware, Kumpel. Nur Standard, aber dafür in bester Qualität. Hat er jetzt Sachen dazu bekommen? Vermutlich nicht, ne? Nö. Das ist ja ein alter Cowboy-Hut, den du hier verkaufst, Junge. Mann. Naja, er kann zumindest... nicht unsere Rüstung reparieren. Warum? Boah, 12.000 Zoll, das ist nicht gegangen. Ciao. Super. Das ist ja echt ein Schnäppchen. Und drück. Hey! Drück hier mal Leertaste. Was ist denn mit dir los? Ach, ihr spielt wahrscheinlich Fangen, ne? Oder so ein Blödsinn. Peng, 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 peng. Peng, 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 hier ist nix. Oh, doch. Ein Feind. Ja. Gut. Da ist was. Boon, mach ihn alle. Ich bin getroffen. Die armen Kinder, ey. So.
Was war das? Und warum wollten die uns anfallen? Mag uns etwa der King nicht? So, wir gucken jetzt aber erstmal... Wie komme ich denn da hin? Da muss ich hier durch, ne? Geht aber gar nicht. Das ist mir irgendwie unheimlich hier. Oh! Ich will auch eine Riesenratte haben als Haustier. Überall Kinder. Was ist hier los? Oh, ein Erwachsener. Wir haben. So. Waffenschiebe. Wie komme ich denn da hin? Wir haben es gleich. So, hier die letzte Hütte. Ist es oder was? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Tatsächlich, das wird sein. Oder? Von Grafschläger. Willkommen im Silver Rush, der besten Quelle für Laser- und Plasmawaffen in ganz New Vegas. Hm? Kingman's Barbecue. Mensch, ist ja richtig was los. Atomic Wrangler. Es ist klasse, hier oben zu stehen und auf eure lächelnden Gesichter herabzublicken. Aber das wird sich bald ändern. Ist dieser Anzug maßgeschneidert? Wirklich? Und wo warst du da? Hey, seht euch mal diesen Kerl an! Seit wann lassen Sie denn Brahmin in diese Bude? Hey, seht euch mal diesen Kerl an! Seit wann lassen Sie den Brahmin in diese Bude? Bist du denn für ein Penner? Aber hallo! Sehe ich da in einen Spiegel? Oder sind Sie wirklich so hässlich? Halten Sie Ihre Zunge im Zaum, Ghoul, oder ich reiße Ihnen den Kiefer ab. Hoppla, warum so feindselig? Hey, immer schön in der Rolle des Zwischenrufers bleiben. Warum die Mühe? Sie machen sich so schon lächerlich genug. Hey, nicht schlecht. Schreckliches Timing und keinen Stil, aber für einen professionellen Zwischenrufer akzeptabel. Danke, aber deshalb bin ich hier. Ich kann mir kaum eine erbärmlichere Berufswahl vorstellen. Was? Sie gehören gar nicht zu diesem Auftritt? Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie wären der Zwischenrufer, mit dem Garrett die Show aufpeppen wollte. Sie sind also Stand-Up-Comedian, hm? Mit wem habe ich also hier genau zu tun? Entweder brauchen Sie eine Brille oder an diesem vergänglichen Ruhm ist doch was dran. Und da ich zufällig weltberühmt bin, erblinden Sie wohl. Ich bin Hadrian. Sie haben wohl noch nie einen Ghoul im Anzug gesehen, was? Sie scheinen mir irgendwie weltfremd. Nee, einen Ghoul im Anzug hat man noch nicht. Einen Ghoul in irgendeiner merkwürdigen Sektenrobe, ja, aber... Sie sind also Stand-Up-Comedian. Hey, ist mein Auftritt so schlecht oder sind Sie einfach so dumm? Ja, das stimmt. Und ich habe einen netten, fetten Vertrag mit dem Management. Wenn man sich die wirtschaftliche Lage in Freeside ansieht, können Sie ja nicht gut bezahlt werden. Echt, wie viel verdienen Sie denn? Klar, ich wette, dass Sie auf dieser Müllhalde Berge von Kronkorken machen. Zugegeben, ich kann hier nicht gerade in Kronkorken baden, aber was soll's. Ich habe einen Vertrag, aus dem ich nicht raus kann. Schön. Ja, verschwinden Sie. Noch ein RNKler. Siehst du, wir sind eindeutig von der RNK. So, jetzt warte mal. Ah,
Okay, die geheimen Herstellungsunterlagen der Waffenschieber aus ihrer Fabrik besorgen. Ich glaube, das wird das sein, ne? Ach du Scheiße, aber wo soll denn hier die... Ja, verschwinden Sie. Howdy. Howdy, Partner. Willkommen im Atomic Ra- Ich würde gerne RNK-Gate gegen Chips entdecken. Ich will hier eigentlich gar nicht spielen. Ja, nee, muss ja nie sein. Oder? Willkommen im Atomic Wrangler. Wie viel? Hier sind ihre... Lalalalalala. So, aktueller Einsatz ist drin. Wir machen mal, wenn ich jetzt eins mache, dann... Bei eins ist, glaube ich, nur ein Ding immer freigeschaltet, oder? Warte mal, wir machen mal. Der Glückspilz ist wieder da und es gibt nichts. Funktioniert gut. Ich kann das. Gut, hat er nichts mit Können zu tun. Das gibt's doch nicht. Scheiße! Aber ist das nicht gerade oder so? Ach komm, wir machen das mit drei. Ich verstehe nicht so ganz. Es ist irgendwie nicht ganz in der Mitte, ne? Das ist ja bescheuert. Ja, was haben wir jetzt? Was war das jetzt? Hä? Ach so, zwei Kirschen, ne? Okay. Okay. Dum, dum. Wir machen das jetzt noch zu Ende. Komm schon. Da zählt es jetzt auf einmal nicht. Schon merkwürdig. Das zählt doch eigentlich auch, oder nicht? Ach. Kann es jetzt nicht bald mal vorbei sein. Ich mach gleich Maximalgebot. Tum, tum, tum. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt aber, ne? Verstehe ich auch nicht. Was soll da jetzt unser Gewinn sein? Warum? Die eine Kirsche. Okay. Gut. Ah, verdammt! Verdammt! Oh Mann!
Oh, es war so knapp. Ich glaube, ich werde hier süchtig. Das gibt's doch nicht. Blong, blong, blong. Schnarch. Wir machen das gar nicht wirklich höher. Kann ja keiner mehr mit ansehen hier. So. Das gibt's doch nicht. Ah, verdammt. So. Oh, Leute. Ey, ich will aufhören hier. Ich will nicht mehr jetzt, aber jetzt verlieren wir alles. Ja, ach, wie schade. 130 EP. Das ist ja witzig. Cool. Okay. Ja. Schön. Das ist total toll. So, wo finde ich denn jetzt die Fabrik der Waffenschieber, ne? Das ist so jetzt meine Frage. Das Atomic Wrangler erfüllt alle ihre Wünsche. Hungrig, durstig, geil. Kommen Sie ins Silver Rush, wenn Ihnen der Sinn nach einer Energiewaffe steht. Hilfe! Laser, Plasma, Pistolen, Granaten, wir haben alles im Silver Rush. Wie sieht's aus? Ist Ihr Freund von der RNK? Sieht aus wie RNK. Kann sein. Ich bin so ein bisschen gerade hier planlos. Muss ich ja sagen. Tut mir leid, dass wir hier wieder so blöd durch die Gegend irren und ich keine Ahnung habe. Ach, da kann ich. Da komme ich zum Strip dann rein. Dass ich keine Ahnung habe, wo ich hier überhaupt hin muss. Das tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Aber was willst du machen? Das ist manchmal so. The Kings. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Nö. Ich freue mich schon auf das Wrangler heute Abend. Nur... Wen haben wir denn da? Noch ein Bittsteller für den King? Wer ist der King? Ja, ich würde den King gerne treffen, wenn möglich. Ist wohl alles möglich. Aber wie viel ist es Ihnen denn wert, den leibhaftigen King zu sehen? Vertrauen Sie mir, der King will mich sehen. Hier sind 5 Kronkorken. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie und der King haben was Geschäftliches zu besprechen. Gehen Sie durch. Der King ist der gelangweilt aussehende Typ neben der Bühne. Sie können ihn kaum übersehen. Ach, krass. Was hat er denn da? Hallo. Es ist Rex. Rex, der Robohund, das ist ja cool. Der King? King. Neu in Freeside? Hab sie noch nie gesehen. Schau, Rexy. Jemand Neues will uns besuchen. Armer Kerl. In letzter Zeit fühlt er sich nicht besonders. Ich bin der King. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht Arbeit für mich haben. Kann sein. Kann sein. Sie sehen aus, als ob Sie auf sich aufpassen könnten. Ich sag Ihnen mal was.
Sie tun mir einen Gefallen. Und wenn der erledigt ist, habe ich noch etwas mehr Arbeit für Sie. Ist das okay? Was soll ich für Sie tun? Wird es gefährlich? Ich mag gefährlich. In diesem Fall sollten ein paar Dinge, die ich zu erledigen habe, genau Ihre Kragenweite sein. Ich fange mal mit etwas Einfachem an. Haben Sie die Söldnerleibwächter bei den Toren gesehen, als Sie nach Freeside gekommen sind? Ja. Es ist gutes Geld, wenn Sie lange genug am Leben bleiben. Freeside ist nicht mehr so sicher wie früher. Daher ist es ehrlich verdientes Geld. Zumindest ist es meist ehrlich verdientes Geld. In letzter Zeit habe ich gehört, dass Oris, ein Leibwächter, etwas zu viel Geld verdient. Er verdient sich dumm und dusselig mit Stammkunden. Sobald jemand ihn einmal angeworben hat, wollen sie keinen anderen mehr. Finden Sie heraus, warum. Um genau zu sein, sollen sie ihn anwerben. Spielen Sie den unschuldigen Touristen und machen Sie, was er sagt. Wenn nichts passiert, umso besser. Aber ich glaube, dass es nicht so rund laufen wird. Nur so eine Ahnung. Also, wie sieht es aus? Na klar, machen wir. In Ordnung. Sobald Sie sich getrennt haben, kommen Sie hierher zurück. Ich bin gespannt auf Ihren Bericht. Hier, das sollte zum Anheuern reichen. Oh. Die Aufgabe hinzugefügt, im Auftrag des Kings. Wie cool. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Eine Wache namens Oris am Nordtor von Freeside anheuern. Kann ich da einfach... Kann ich nicht. Schade. Da kann ich auch nicht. Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fusel billiger, die Glückstee freundlicher und das Weibsvolk genau wie der Fusel. Das Weibsvolk. Da hinten bin ich durchgekommen, ne? Ja. So, das Nordtor ist ja irgendwo dann da. Das ist... Na toll. Nach der Sprengung der einen Schienenbahn ist Freeside der einzige Weg nach Vegas. Ach so, stimmt. Wir müssen ja eh hier lang, ne? Wenn wir nach... Also zum Strip wollen. Die Einschienenbahn gibt's ja nicht mehr. Was ist das? Old Las Vegas Mormon State Historic Park. Oh, cool. So, wo ist dieser verdammte Leibwächter jetzt hier? Vermutlich ist er es. Genau. Hallo. Hallo. Das ist Oris. Und mit Oris werden wir in der nächsten Folge quatschen. Bis dann, ciao.